Oh mein Gott, Leute, diese Waffe ist unglaublich. Stürze dich in den Battle Pass auf Sektor E8 und hol dir die furchteinflößende AR, die das Potenzial hat, das Schlachtfeld in ein Inferno zu verwandeln. Ein aggressives Bullpup-Gewehr mit einer Feuerrate, die deine Gegner vor Angst erzittern lässt und einer Beweglichkeit, die sie ratlos zurücklässt. Doch die wahre Macht dieser Waffe entfaltet sich erst mit den Aufsätzen, die wir dir in diesem Video verraten. Bist du bereit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und die Schlacht zu dominieren? Dieses eiserne Set von Aufsätzen ist genau das, was dieses Sturmgewehr braucht, um seine wahre Stärke zu entfesseln. Die Feuerrate dieser Waffe ist so hoch, dass es ein wahres Feuerwerk auf dem Schlachtfeld entzündet. Aber durch den großen Rückstoß besteht die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Doch diese Aufsätze verändern alles. Der Schaden wird verstärkt, die Reichweite erweitert, Genauigkeit der Waffe erhöht und der Rückstoß unter Kontrolle gebracht. Dieses Sturmgewehr verwandelt sich in eine beeindruckende Waffe, die wirklich jeden Gegner in die Knie zwingt. Doch bedenke, ohne das 45-Schuss-Magazin im Magazinslot wird diese Waffe nie sein volles Potenzial entfalten können. Die Basismunitionszahl von 25 Schuss wird mit dieser rasenden Feuerrate niemals ausreichen, um in den erbitterten Gefechten des Modern Warfare 2 Multiplayers zu überleben. Bewaffne dich mit dem 45-Schuss-Magazin. Wenn du weitere Waffenguides nicht verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da und like das Video. Und jetzt legen wir los mit den Aufsätzen von diesem unglaublichen Sturmgewehr. Kommen wir jetzt zum ersten Aufsatz und da solltest du diese Mündung verwenden. Dieser Aufsatz sorgt dafür, dass die Mündung bei nachfolgenden Schüssen, also bei Dauerfeuer, immer auf Ziel gerichtet bleibt. Somit hast du mit diesem Aufsatz eine viel höhere Präzision. Denn mit diesem Aufsatz verbessern wir die vertikale und horizontale Rückschusskontrolle. Denn wie schon vorhin erwähnt, müssen wir unbedingt die Rückschusskontrolle hier im Griff bekommen. Und dazu, wie gesagt, brauchst du diesen Aufsatz. In den Tuning-Einstellungen verbessern wir die Stabilisierung vom Rückstoß noch weiter. Dazu musst du den linken Regler auf 0,59 setzen und mit dem unteren Regler werden wir die Rückschusskontrolle weiter erhöhen. Dazu musst du den Regler auf 0,26 stellen. Kommen wir jetzt zum nächsten Aufsatz und das wäre dieser Lauf, denn mit diesem Lauf wollen wir die Schadensreichweite und die Präzision steigern. Denn hier verbessern wir die effektive Reichweite, die Präzision beim Feuern aus der Hüfte und die Geschossgeschwindigkeit. Und auch bei diesem Aufsatz in den Tuning-Einstellungen haben wir die Einstellung wieder so gewählt, dass wir die Rückstoßstabilität erhöhen und zusätzlich noch die effektive Reichweite. Also als erstes musst du den linken Regler fast ganz nach oben stellen auf Rückstoßstabilität und zwar auf den Wert 0,40 und den unteren Regler nutzen wir, um die effektive Reichweite zu erhöhen. Diesen Regler musst du auf 0,3 setzen. Nun ist die Waffe schon ein ganzes Stück handelbarer, aber weiter geht es mit einigen ganz wichtigen Aufsätzen. Dieses Visier habe ich gewählt, um den Gegner einfach besser anzuvisieren zu können und hauptsächlich kann man in den Tuning-Einstellungen hier die ZV-Geschwindigkeit um einiges verbessern. Und das ist auch der Grund, warum dieser Aufsatz so wichtig ist. Jetzt in den Tuning-Einstellungen musst du den linken Regler auf minus 1,84 setzen, um die ZV-Geschwindigkeit zu erhöhen, aber setze dich nicht so weit nach unten, denn wir wollen die Zugpunktsresistenz nicht ganz verlieren. Und jetzt kommen wir noch zu dem unteren Regler. Den Regler setzt du ganz nach rechts auf minus 2,25. Jetzt kommen wir hier noch zu einer ganz besonderen Munition, und zwar die Hochgeschwindigkeitsmunition. Wie der Name schon verrät, wird die Projektilgeschwindigkeit hier drastisch erhöht. Wie du aber auch sehen kannst, wird hier die effektive Reichweite, also der Schaden auf Distanz, etwas verringert. Das werden wir in den Tuning-Einstellungen aber wieder ändern. Also gehen wir jetzt in den Tuning-Einstellungen und jetzt musst du den Regler auf 0,27 setzen, um die effektive Reichweite wieder zu erhöhen. Aber auch diesen Regler würde ich nicht zu weit nach oben setzen, denn sonst verlieren wir zu viel Rückschussdämpfung. Um jetzt die Waffe noch präziser zu machen, musst du den unteren Regler auf minus 2,03 setzen und somit haben wir die Rückschussstabilität verbessert und nicht so viel Geschossgeschwindigkeit verloren. Und wie schon beim Anfang des Videos verraten, musst du hier das 45-Schuss-Magazin verwenden, weil das Originalmagazin einfach viel zu klein ist für diese extreme Feuerrate, was dieses Sturmgewehr hat. Hier habe ich noch ein Gameplay, wo du die Waffe in Aktion siehst, wo man sehen kann, wie unglaublich stark diese Waffe ist. Wie du siehst, habe ich bei diesem Bau noch nicht das 45-Schuss-Magazin verbaut und man hat dadurch wirklich Munitionsprobleme. Deswegen, wie empfohlen, auf jeden Fall das 45-Schuss-Magazin verbauen. Du siehst ja, dass ich nach kürzester Zeit schon Munitionsprobleme habe und deswegen rate ich dir noch, unbedingt eine Munitionskiste auszurüsten. Thank you.
Yeah.